Hi guys. Es ist endlich da. Das 8. Update meiner Horrorfilme. Und jetzt stelle ich euch für mich den besten Horrorfilm vor, den es gibt. Natürlich kann man an Night of the Living Dead oder Dawn of the Dead nicht vorbeikommen. Aber dieser Film begann als kleines Jugendprojekt und ging jetzt zu einem großen Franchise. Bald kommt das Spiel raus. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr darüber. Und wie ihr hört, könnt ihr euch das sicherlich schon denken, was es ist. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Es ist Saw. Und ich beginne gleich mit den ersten beiden Teilen. In der Limited Steel Edition. Ich mag jetzt auch sehr geile Filme. Zwar mag ich Saw 2 jetzt nicht so, weil das irgendwie jetzt nicht so. Für mich ist das eine der schwächsten Teile von Saw, aber sonst ganz cool. Ja, das hier habe ich in der Extra-Packung, weil hier ist das ein bisschen kaputt. Aber trotzdem sehr geil. Saw auf jeden Fall unbedingt das Must-See für jeden Horror-Fan. Ist natürlich, beide Teile sind in der US-Version Director's Cut. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und wenn man den noch nicht gesehen hat, sollte man auf jeden Fall den ersten Teil sehen. Auf jeden Fall eine unerwartete Wendung am Ende. Ja, hier nochmal Inhalt von 1 und 2. Also schon sehr geil, diese Edition. 1 und 2. Dann kommt natürlich die initiierte Fassung von Teil 3, Limited Collector's Edition. Ist natürlich schon sehr krass, die Fassung. Was ich vor allen Dingen bei dieser Version liebe, ist, dass hier der Hauptfilm, hier Extras, aber auch mit diesem kleinen Buch hier, schon sehr cool, diese Fassung. Und das ist wohl der härteste Saw-Teil, den ich kenne. Also alle Teile können nichts dagegen machen. Das ist der brutalste Film. Ist natürlich auch deswegen schon indiziert. In jeder Fassung, außer in keine Jugendfreigabe und 16er Fassung. Ja, hier sieht man nochmal die Extras, die Fallen, die Requisiten, TV-Spots, Behind the Scenes. Ja, geht auch schon 104 Minuten. Und endlich, deswegen konnte ich das so lange nicht raus, muss ich das so lange rauszögern, denn hier ist Saw 3 der DC. Leider nur auf Englisch, aber ist kein Problem für mich. Das geht schon 116 Minuten, ist auch indiziert. Ziemlich krass geil schon. Und ja, also Saw 3 ist nichts für schwache Nerven. Hier sieht man alles nochmal. Das ist eigentlich der Film, dann die Specials und hier nochmal so eine kleine Inhalt, Inlay davon. Ja. Den habe ich endlich heute bekommen. Endlich hier die volle Packung Saw 3. Beide indiziert, ziemlich krass. So, und jetzt kommen wir zum vierten Teil von Saw. Ist natürlich sehr schlecht, ihn zu bekommen hier, weil er auch indiziert ist. In dieser Unrated-Fassung auf jeden Fall nicht sehr leicht zu bekommen, wie ich schon sagte. Und läuft 92 Minuten. Auch schon ziemlich geil. Auf Deutsch. Natürlich. Und natürlich dann nochmal auf Englisch in der Extreme Limited Edition. Hier oben nochmal Satz. You thought it was over, but the games have just begun. Und jetzt muss ich euch was
zeigen, denn jetzt muss mal kurz Ruhe sein. You thought it was over, but the games have just begun. Ja, mit einer kleinen Kreissäge. Der dritte Teil endete ja mit der Durchschneiden der Halsschlagader von Jigsaw. Ja, aber nach seinem Ablegen geht es immer noch weiter. Ich finde es geil. Vor allen Dingen freue ich mich schon jetzt auf den sechsten Teil endlich im nächsten Monat. Und dann natürlich die Limited Collector's Edition von Saw 5. Natürlich wieder mal Unrated Version. Aber hierzu muss ich noch sagen, hierzu gibt es natürlich die Unrated-Fassung und die deutsche Kinofassung. Also ich habe zwei Fassungen hier drauf. Die eine, die Unrated-Version läuft 91 Minuten und die Kinofassung 88 Minuten. Also schon 3 Minuten Unterschied. Auch natürlich wie beim dritten Teil mit einem kleinen Buch. Und dann natürlich noch Saw 5 auf Blu-ray. Der geht nochmal 4 Minuten länger sogar als die Unrated Version hier. Vielleicht liegt es auch nur an den Frames. Zwischen der DVD und der Blu-ray auf jeden Fall 4 Minuten, habe ich mir gesagt, länger. Da habe ich mir gesagt, ich hole mal beide Fassungen. Ja, und einfach nur geil. Ja. Und jetzt zeige ich euch nochmal die ganzen Teile. 1 und 2. 3. 4. 5. Ja, das war der 8. Update. Endlich konnte ich ihn machen. Saw 3 Director's Cut hatte mir eben gefehlt. Endlich habe ich ihn. Ich freue mich sehr darüber. Ich hoffe, dass ihr auch wieder fleißig Kommentare macht. Würde mich aber freuen, wenn ihr auch nicht nur immer schreibt, cooles Video oder sowas. Würde mich freuen, wenn ihr auch mal irgendwie schreibt, ein bisschen mehr Sätze schreibt. Also, würde mich schon sehr freuen darüber. Ja, danke, dass ihr dann das Video geguckt habt. Ich stelle euch natürlich noch weitere Horrorfilme vor. Und dann stelle ich euch natürlich noch meine gesamte Kollektion von Filmen vor. Die stelle ich euch noch vor in anderen Updates. Ja, danke, dass ihr das gesehen habt. Bis dann.